Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tchibo Live. Mein Name ist Matthias, ich bin Produktmanager hier bei Tchibo und verantwortlich für die Herrenmodekollektion. Und das ist mein Kollege. Ja, ich bin auch Matthias, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Produktentwickler zu den Produkten. Ich bin zuständig für die optimale Verarbeitung, den optimalen Materialeinsatz und die optimale Passform der Produkte, die wir gleich vorstellen. Genau, wir senden heute live hier aus Hamburg, aus unserem Studio. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet seid. Ihr könnt mit uns jederzeit kommunizieren. Ihr habt unten im Bildschirm die Möglichkeit, über die Chatfunktion mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt uns Fragen stellen, Kommentare schicken. Wir versuchen, Fragen zu beantworten im Zuge der Live-Show. Und ihr könnt unten rechts im Häuschensymbol oder über das Häuschensymbol könnt ihr mit uns oder in unsere Themenwelt einsteigen. Damit habt ihr den direkten Zugang auf die Produkte, die wir gleich vorstellen. Wir sind beide geimpft und getestet. Das ist der Grund, weshalb ihr uns hier ohne Maske stehen seht. Genau. Worum geht es heute? Wir präsentieren euch heute unsere neue Herbst-Winter-Herrenmode-Kollektion. Wir haben unsere Lieblingsoutfits mitgebracht, unsere Highlights mitgebracht und freuen uns, das euch präsentieren zu dürfen. Vielleicht magst du noch was sagen im Zuge der Nachhaltigkeit? Die Produkte sind alle auf Basis der Nachhaltigkeit entstanden und ich erzähle euch parallel zu den Produkten immer etwas zu dem Thema Nachhaltigkeit. Genau. Ich werde auch auf den Materialeinsatz eingehen und das eine oder andere Mal etwas zur Passform sagen. Genau. Bevor wir mit den Jacken starten, ganz kurz, wie wir hier heute vorgehen. Wir starten also mit unseren Jacken. Wir haben ganz viele tolle Jacken mitgebracht. Dann würden wir später in den Strickbereich wechseln, weil wir auch ganz tolle Strickqualitäten für euch mitgebracht haben. Und zum guter Letzt wird Matthias noch mal was ganz Besonderes vorstellen. Ja, ich freue mich, nachher am Schluss vorstellen zu können, was wir zum Thema große Größen für euch entwickelt haben. Genau, und deshalb würde ich sagen, starten wir mit den Jacken. Das ist einmal meine persönliche Lieblingsjacke. Das ist eine sogenannte Carbon-Jacke in dem typischen Navy-Blau. Das ist eine Jacke, die ursprünglich für die Seefahrer entwickelt wurde. Das sieht man an diesen maritimen Elementen. Das ist eine ganz tolle, weiche Wollqualität. Wir haben diese doppelreihige Knopfleiste. Das ist ein ganz typisches Element. Und wir haben diesen breiten Revers-Kragen, den man eben hochstellen kann, wenn es mal kühl und windig wird. Daher auch diese Verlinkung zu den Seefahrern. Magst du schon was zur Materialität sagen? Das ist eine Wollmischung. Das ist eine sogenannte GAS-Wolle. Das ist der Global Recycling Standard. Der stellt sicher, dass wir auch tatsächlich Wolle bekommen, wenn wir Wolle kaufen. Und der stellt auch sicher, aus welcher Quelle das Material, die Wolle in diesem Falle, gekommen ist. Die Rückenlänge bei Matthias, er trägt eine Größe L. Die Rückenlänge bei Größe L ist 85 cm. Genau. Vielleicht ganz kurz für euch als Orientierung. Ich bin 1,90 Meter groß und trage tatsächlich hier auch die Größe L. Und das ist auch bei uns beiden die gemeinsame Größe. Und das sind eigentlich die Größen, die wir auch im Jackenbereich euch hier gleich präsentieren. Und da wir so viele Jacken mitgebracht haben, gehen wir, glaube ich, zur nächsten Jacke über. Wir freuen uns, euch unseren Parka präsentieren zu können. Ich würde ihn dir einmal anreichen. Hilf mir mal bitte rein. Das ist ein Parka in dieser klassischen Parka-Farbe Olivgrün. Das ist ein gelernter Style, aber man hat immer wieder Möglichkeiten gefunden, diesen Style neu zu entwickeln. Wir haben ganz tolles Material für euch entwickelt. Da wird gleich Matthias was zu sagen. Wir haben diese großen aufgesetzten Taschen, unten sogar mit der Möglichkeit, von der Seite reinzugreifen. Wir haben ansonsten die Möglichkeit, über einen Reißverschluss die Jacke zu schließen und auch mit Druckknöpfen nochmal zusätzlich zu schließen, falls es mal kalt und windig wird. Er ist sehr warm, also er ist sehr winterfest. Wir haben eine Kapuze, auch ganz wichtig für diese Parka-Form. Und vielleicht ganz unten als Detail haben wir diese typische Parka-Saumkante und wir haben hier die Möglichkeit, durch einen Druckknopf von innen sozusagen diesen, ich nenne es mal Schwalbenschwanz, quasi hochzuklappen und zu schließen, dass man dann auch einen geraden Saum unten hat. Der Parka ist aus 100% recyceltem Polyester. Der Parka ist zusätzlich mit einer Beschichtung ausgerüstet. Es ist die sogenannte Evo-Repel-Beschichtung. Die ist sowohl wasser- als auch schmutzabweisend und wichtig zum Thema Nachhaltigkeit, die ist biologisch abbaubar. Rückenlänge, Größe L, 98 cm, also eine relativ lange Jacke, wie ihr sehen könnt. Genau, wir haben die Farbe auch noch in Blau für euch im Sortiment.
Könnt ihr online euch anschauen und entsprechend beide Farben dann bei uns käuflich erwerben, wenn ihr möchtet. Ansonsten würden wir jetzt zu einem etwas formaleren Style überwechseln, zu unserem Kurzmantel. Ich würde aber gerne eigentlich in die Steppjacke vorher noch schlüpfen, weil uns war es ganz wichtig, diesen klassischen Style etwas zu brechen. Und wir haben hier eine sehr farbenfrohe, sag ich mal, türkisfarbene Steppweste. Und wenn wir das nämlich jetzt kombinieren, haben wir durch dieses Layering die Möglichkeit, diesen sehr klassischen Style einfach ganz neu auch vielleicht zu interpretieren. Ganz kurz nochmal eine Frage von Claudi, bevor wir hier auf den Kurzmantel weiter eingehen. Ja, Claudi, danke. Ist der Parker wasserdicht? Ja, der Parker ist wasserdicht, aber er ist von innen auch zusätzlich beschichtet und hat außen die Evo-Repair-Beschichtung auch noch zusätzlich drauf. Der Parker ist wasserdicht, die Beschichtung ist aber zusätzlich auch noch schmutzabweisend. Genau. Bei dem Kurzmantel haben wir eine schöne Wollqualität. Vielleicht kannst du einmal ranzoomen, weil wir diese tolle Salz-Pfeffer-Optik hier haben. Ich hoffe, das kann man gut sehen durch die Kamera. Es ist eine recycelte Wolle, die wir hier eingesetzt haben bei dem Mantel. Zur Passform ist es eine Medium, normale, gerade geschnittene Passform. Und die Länge ist auch ähnlich wie der Parker. 98 cm in der hinteren Mitte. Genau, der Kurzmantel ist natürlich erstmal ein sehr formaler Style. Den kann man super im Büro anziehen, etwas schicker getragen. Wenn man das mit einer Steppweste drunter anstylt, wir haben das online noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben mit einem Jogginganzug, also mit einer Sweatjacke, mit Kapuze und einer Jogginghose, mit weißen Sneakern, dann hast du die Möglichkeit, diesen Kurzmantel einfach ganz anders zu interpretieren und das so ein bisschen zu drehen und raus aus dieser Formalität zu holen, aber eben auch sonst ein toller Style fürs Büro, definitiv. Weste ist aus recyceltem Polyester, alles, sowohl die Wattierungen, Außenmaterial als auch das Futter. Die Weste ist maschinenwaschbar und der Mantel ist in die Reinigung zu geben, nicht maschinenwaschbar. Genau. Nächste Jacke, ich glaube, ich reiche dir unser Field Jacket. Hier einmal in der Farbe Navy. Das Field Jacket haben wir im Frühlingssommer schon vorgestellt. Das ist unsere Wintervariante. Wir haben es also richtig wärmend gefüttert. Field Jacket kommt vom Begriff her aus dem militärischen Sektor. Wir haben diese aufgesetzten Taschen wieder. Wir haben oben, das sieht man auf der Schulter ganz schön, diese Schulterklappe. Und ansonsten kann Matthias euch noch mehr zu den Features erzählen. Wir haben eine Kapuze hier im Stehkragen drin, die wir rausholen können, wenn es regnet. Wir haben eine winterliche Wattierung. Die Jacke ist schön warm im Winter, trotzdem aber sehr leicht. Und wir können die Weite regulieren in der Taille. Also haben wir dann hier eine leichte Kräuselung auf Taillenhöhe. Die Jacke ist aus 100% Polyester, maschinenwaschbar, Rückenlänge 85 cm in Größe L. Ich sehe gerade, die Stella hat noch eine Frage zu der Weste, die wir eben vorgestellt hatten. Gibt es die Weste auch in einer anderen Farbe, Matthias? Wir haben die Weste in der Herbst-Winter-Kollektion nur in diesem Türkis-Blau. Genau. Jetzt haben wir viel über Jacken gesprochen. Ich glaube, eine Jacke haben wir noch. Wir wollten euch nämlich gerne ein Beispiel aus unserer Lederjacken-Kollektion zeigen. Das ist diese typische sogenannte Aviator-Style-Lederjacke. Tom Cruise lässt grüßen. In dieser sehr schönen, weichen Lederqualität. Typisch für die Jacke ist auch dieser aufgesetzte Teddy-Plüschkragen. Vielleicht kannst du einmal ranzoomen. Wichtig ist, dass wir diesen Teddy-Fließkragen auch abnehmen können. Falls einem das also zu warm auch am Hals wird, kann man das auch wegnehmen und die Jacke wird dadurch natürlich auch nochmal schlichter. Von der Rückenlänge sind wir, glaube ich, ähnlich wie bei der anderen Lederjacke. Die ist um die 69 cm, also kurz vor Gesäß. Genau. Material ist chromfreies, gegerbtes Schafsleder. Sehr weich, du sagtest es schon, Matthias, sehr geschmeidig, sehr angenehm zu tragen. Genau. Die andere Lederjacke, die jetzt Matthias hier einmal zeigt, ist die sogenannte Biker-Style-Lederjacke. Ist auch ein absoluter Klassiker, in Schwarz besonders. Wir zeigen euch gleich nochmal, wie man das mit dem Strick kombinieren kann. Und neben dieser braunen Lederjacke einfach ein ganz toller Basic-Style, der eigentlich in jeden Kleiderschrank gehört. Wenn wir von den Jacken jetzt einmal wegkommen, gehen wir eigentlich schon in den Strickbereich über.
Bevor wir anfangen, hat Bernd eine Frage gestellt. Und zwar, sind die Jacken aus Echtleder? Die sind aus Schafsleder. Und in diesem Fall ist das Schafsleder chromfrei gegerbt. Echtleder, ja. Ja. Im Strickbereich haben wir beide jetzt Exemplare schon was für euch angezogen. Ich trage für euch einmal hier einen Kaschmir-Pullover. 100% Kaschmir-Qualität in dieser hellen Olivenfarbe. Fühlt sich ganz weich an, ist ein ganz tolles, weiches Material. Sehr hochwertig, eine ganz hochwertige Wollqualität. Ich habe das hier als V-Ausschnitt heute an mit einem weißen T-Shirt drunter, auch aus unserer Kollektion. Und wir bieten diesen Kaschmir-Pulli, weil das eben auch ein sehr wichtiger und hochwertiger Style ist, in verschiedenen Farben an. Vielleicht gehen wir einmal kurz an die Kleiderstange. Wir haben exemplarisch jetzt nochmal den V-Ausschnitt in diesem klassischen Hellgrau-Melange. Wäre hier natürlich fürs Büro vielleicht ein bisschen dezenter mit einem weißen Hemd drunter oder auch, wenn man es legerer mag, mit einem weißen T-Shirt drunter. Und wir haben natürlich auch den Rundhals dabei. Das ist eine ganz tolle Farbe. Es ist die Farbe aus der Weste, also ein ganz kräftiger Türkiston. Lässt sich sehr gut mit einer blauen Denim zusammen anziehen oder auch mit einer beigen Hose. Wir haben aber auch neutralere Farben. Schaut euch das gerne bei uns auf der Seite an. Da seht ihr die komplette Farbauswahl. Das Kaschmir entspricht, ist nach dem Good Kaschmir Standard gekauft. Der Good Kaschmir Standard sagt aus, dass die Lebensqualität, die artgerechte Haltung der Kaschmirziegen verbessert wird. Gleichzeitig aber auch das ökologische, wirtschaftliche und soziale Leben der Farmer verbessert wird. Genau. Was die Hosen betrifft, so tragen wir auch Denims aus der aktuellen Kollektion. Ich habe mich für diese schwarze Denim-Farbe entschieden. Man sieht ganz schön, dass wir trotzdem diese authentische Waschung noch haben. Die ist also nicht durchgefärbt, sondern hat trotzdem noch authentische Denim-Elemente. Ich trage hier die Größe 33-34, habe sie ein bisschen hochgekrempelt, weil ich die Hosen gerne ein bisschen höher trage. Und könnte in dem Zusammenhang auch schon auf die Schuhe eingehen. Ich trage nämlich unsere weißen Sneaker aus der Kollektion. Hinten nochmal im Detail mit dieser dunklen, abgesetzten Ferse. Und weiße Sneaker sind ja mittlerweile so salonfähig, dass man die eben auch im Büro tragen kann, genauso wie in der Freizeit. Und Matthias hat sich ebenfalls für eine Denim heute entschieden. Und ich glaube, wir gehen auf dein Outfit mal ein. Ja, ich trage die gleiche Denim in Farbe Blau. Aus 98% Organic Cotton, 2% Elastan für die Bequemlichkeit. Wir bieten die Hose in 32 und 34er Länge an. Dazu kombiniere ich schwarze Lederstiefel. Vielleicht solltet ihr mal sehen, der Bequemlichkeit halber kann ich die mit dem Reißverschluss auf und zu machen. Und oben kombiniere ich dazu eine Strickjacke, ein Cardigan, aus Merino-Wolle, aus RWS-Merino-Wolle. Wir bieten den Cardigan in Farbe Schwarz an. Wir bieten ihn aber auch in Farbe Silbergrau an. Und wir haben in dem Merino-Programm zusätzlich einen V-Ausschnitt-Pullover in verschiedenen Farben, einen Rundausschnitt-Pullover in verschiedenen Farben, einen Rollkragen-Pullover in verschiedenen Farben und als letztes einen Polokragen-Pullover. In verschiedenen Farben. Ja, wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen, Matthias, und zwar von Melanie, ob die Kaschmir-Pullover, den ich jetzt anhabe, ob die in der Maschine waschbar sind. Nein, das ist Handwäsche, die sind nicht in der Maschine waschbar. Also safe, ne? Ja. Also besser mit der Hand waschen. Ich habe es auch schon mal kalt mit dem Wollwaschprogramm geschafft. Er hat überlebt, aber wenn man sich... Risiko. Genau, genau. Vielleicht nochmal zu den Hosen. Wir haben jetzt Denims vorgestellt, wir haben aber auch... unsere klassische Chino-Hose für euch im Sortiment. Einmal in dieser Farbe Beige. Ich zeige sie einmal von beiden Seiten. Und einmal nochmal in dieser Farbe Navy. Beides ganz gelernte Farben für die Chino-Qualität. Wir haben hier diesen tollen Komfortbund eingearbeitet. Vielleicht zeigen wir das einmal vom Nahen. Wie hast du beim letzten Mal gesagt, falls es eine Pommes zu viel war? Gibt der Bund ein bisschen nach. Es wird nicht unangenehm. Er ist elastisch. Genau. Unter Spannung gibt er ein bisschen nach. Qualität ist 98% Organic Cotton, 2% Elastan bei dieser Hose. Auch die Chino bieten wir in 32er als auch in 34er Länge an. Genau. Vielleicht nochmal zu deinem Outfit heute. Du hast ja das weiße T-Shirt auch drunter gezogen.
Das ist natürlich vom Style her dieser Cardigan, weil das einfach diese wahnsinnig feine Merino-Qualität ist, auch immer super mit einem Hemd drunter. Wir haben in der Kollektion ein weißes, sehr schönes weißes Hemd als Button-Down und wir haben auch noch ein Hemd mit einem Minimal-Print in so einer Denim-Optik, was man eben auch super unter so einem Cardigan entsprechend tragen kann. Wir haben gerade eine Frage noch mal reinbekommen. Sandra, vielen Dank. Bitte den orangen Pulli noch mal zeigen, mache ich gerne. Also der wirkt vielleicht durch die Kamera jetzt orange. Ich würde sagen, es ist eher ein Rotton, ein Blutorange könnte man vielleicht sagen. Das vielleicht noch mal zum Verständnis. Gut zu kombinieren zu Schwarz, aber auch zu Denim Blue. Ja, genau. Das Field Jacket gibt es übrigens auch in Rot, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben hier diese Field Jacket oder dieses Field Jacket ja schon vorgestellt. Das haben wir online auch in Rot. Das ist ein sehr intensives Rot, aber für diesen Style haben wir uns erlaubt, auch tatsächlich über eine andere Farbigkeit nochmal diesen Style neu zu interpretieren. Und schaut euch das gerne an, das sieht nämlich auch sehr gut aus, wie wir es abfotografiert haben. Wenn wir bei Strick bleiben, das sind jetzt alles sehr glatte Oberflächen gewesen. Wir haben aber auch Zopfmusterqualitäten dabei oder Zopfmusteroberflächen. Das ist jetzt hier einmal ein Beispiel in einer etwas kühlenderen Baumwollmischqualität mit einem relativ kleinen Zopfmuster, was wir aber komplett einmal bis in den Rücken, bis in das Rückenteil hier platziert haben, auch einmal rund um die Ärmel. Durch die Qualität ist es sehr gut für den Übergang geeignet. Vielleicht magst du was. Der Pullover hat einen hohen Baumwollanteil. Das ist der in Baumwolle gemäß dem GOTS, Global Organic Textile Standard. Der ist pflegeleicht, der ist in der Maschine zu waschen. Genau, und eben nicht so warm wie Wolle. Es ist ja auch immer ganz schön, auch wenn man vielleicht, weiß ich nicht, bei 12 Grad noch eben nicht so richtig sich dick anziehen möchte. Den haben wir einmal ein bisschen klassischer, auch in diesem Hellgrau-Melange. Und wir würden ihn auch. Oder wir zeigen ihn auch einmal in diesem Navy-Melange. Genau. Wenn wir bei Zopf bleiben, haben wir noch etwas Wärmeren das mitgebracht. Wärmer, weil Wollanteil, ein sehr hoher Wollanteil bei diesem Pullover, RWS-Wolle. Responsible Wool Standard schützt das Leben der Schafe und das Weideland und prüft auch die Praktiken der Farmer. Und in diesem Falle wissen wir auch, wenn wir Wolle einkaufen, kriegen wir auch wirklich Wolle geliefert. Den Pullover haben wir hier mit einem groberen Strick in Wollweiß, ist maschinenwaschbar. Ganz schön zu sehen auf unserer Homepage, ich zeige das euch hier einmal, ist das eigentlich gerade in diesem Kontrast mit diesem Navy-farbenen Kabanjacke, mit diesem Wollweiß zusammen, eine blaue Denim dazu, ist es ein sehr moderner, winterlicher Look. Und vielleicht gehen wir einmal kurz auf die Lederaccessoires. Das sind alles echt Lederaccessoires, die wir auch in der Kollektion haben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen an Back to Office denken, könnte man eben mit so einer braunen Ledertasche dazu, mit braunen Schuhen, einer blauen Denim, eigentlich einen richtig guten, zeitlosen, modernen Look erzeugen. Ja. Den Pulli gibt es auch in einer anderen Farbe. Und zwar in dunkelblau. Genau. Ansonsten, last but not least, habe ich noch ein besonders schönes Strickexemplar mitgebracht. Und zwar haben wir hier für euch einen sehr schönen Grobstrick in dieser Zweifarbigkeit. Das ist ein Garn aus Schwarz und Weiß. Durch diese Strickung erzeugen wir eben hier diese bewegte Oberfläche. Ein Mulliné-Effekt durch die Zweifarbigkeit. Der Pullover ist etwas moderner geschnitten. Der hat leicht überschnittene Schultern. Das sieht man hier vielleicht ein bisschen, dass wir eben die Schulter etwas tiefer gesetzt haben. Ist also vom Shape etwas, fällt etwas größer aus, aber hat dadurch eben auch diese Modernität. Und wir würden ihn eigentlich gerne mal in Kombination mit der schwarzen Biker-Style-Jacke zeigen, weil das eben dann dadurch so eine Modernität bekommt und eben durch diese Winter Wolle, Optik, genau, ja. Haben wir eben durch diese Strickoptik und dann nochmal mit diesem glatten Leder haben wir ein ganz tolles Spiel der Oberflächen. Und eine Frage nochmal zu den Lederaccessoires von Mario. Dankeschön für die Frage. Gibt es die Taschen auch in Schwarz? Wir haben uns jetzt in dem Zuge entschieden, dass wir für die Herbst-Winter-Kollektion das nur in diesem Braunton machen. Aber keine Sorge, da kommt bestimmt auch bald was in Schwarz wieder für euch.
Das war das Strickprogramm. Und im Grunde genommen haben wir jetzt das, was wir euch angekündigt haben, was wir euch präsentieren, und zwar einmal das Sortiment, was wir insbesondere für die großen Größen für euch vorstellen möchten. Da gehe ich direkt mal hin. Unser großes Größensortiment hängt hier hinten. Große Größen heißt, dass wir die Konfektionsgröße bis Größe 5XL anbieten. Das entspricht einer 72-74. In dem Sortiment, wo wir eigentlich alle Kleidungsstücke abgedeckt haben, finden wir das Field Jacket. Wir finden aber auch den Parker in zwei Farben, dunkelblau und oliv. Passend dazu die Chinos in dunkelblau und in diesem Beige-Ton. Das haben wir noch nicht vorgestellt. Ein Hemd in zwei Passformen, ein bedrucktes Hemd aus 100% Baumwolle, Organic Cotton. In zwei Passformen heißt, wir haben einmal den Comfort Fit und einmal den Modern Fit, ein bisschen schlanker. Und wenn es ein bisschen legerer sein soll, wir haben noch ein Sweat Hoodie aus Baumwolle, eine Sweat Hose, können dazu T-Shirts kombinieren, die gibt es sowohl in Weiß im Zweierpack als auch in Schwarz. Und damit das ganze Sortiment abgerundet ist, muss ich gerade mal hier rüber gehen. Es gibt in den Größen bis 5XL noch V-Pullover in verschiedenen Farben und Rundhalspullover. Ich kann noch sagen, dass wir in unserem Schibo Größenratgeber jetzt neu bis Größe 5XL hochgehen, damit ihr genau rausfinden könnt, in welcher Größe ihr euch zurückfindet, wiederfindet und welche Größe ihr bestellen müsst bei uns. Genau. Was ganz schön ist, dass wir eben versucht haben, diese großen Größenstyles, dass wir die eben eigentlich auch der Hauptkollektion angepasst haben. Das sind passformunkritische Produkte, aber trotzdem haben sie eben diesen Modernitätsanspruch wie auch die Hauptlinie. Und das war uns ganz wichtig, dass wir da gar keinen Unterschied machen, sondern wirklich auch dem Mann etwas bieten, der ein bisschen mehr Fülle hat, dass er sich genauso modern auch entsprechend anziehen kann. Wir haben die Passform an große Größenmodels auch verprobt und überprüft und entsprechend optimiert. Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem durch, was wir euch heute gerne präsentieren wollten und konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche geht es um die gleiche Zeit um Winter Active und Schiebekleidung. Schaltet gerne wieder ein. Ich sage vielen Dank von meiner Seite, auch an dich, Matthias. Ich sage auch vielen Dank, auch an dich, Matthias. Aber ich muss noch ergänzend sagen, wir bieten natürlich auch noch Tag- und Nachtwäsche in diesem Sortiment zusätzlich an. Genau. Ansonsten vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis ganz bald wieder. Tschüss.